vielseitig. Eine Ausstellung im Grabzer Tetzschdachhaus, eine Ausstellung von ganz besonderer Art. Bea und der Diesisler stellen dort aus. Leider ist die Ausstellung nur ganz kurz, nur gerade 4 Tage. Aber eben, die sind ja nicht ab der Welt, Bea und der Dies. Die wohnen im Riesali im Grabserberg und die kann man natürlich jederzeit auch mal anrufen, wenn man dann sieht, oh, da wäre doch noch etwas. Das Lehrer-Ehepaar hat wirklich Pensionierung genutzt. Bea in der Töpferwerkstatt, der Dies bei seinen Zeichnungen in Tusch, Filzstift und Wasserfarbe. Dann haben sie die letzte Hand angelegt bei der Ausstellung. Gut so. Hä? Dann wäre die Ausstellung jetzt eröffnet, hä? Ja, so zu sagen, ja. Hoi! Hoi! Dies, wie bist du der Ausstellung gekommen? Ja, grundsätzlich, weil wir ein besseres Zeitbudget haben, um gewisse Sachen zu machen. Also, wir haben beide gerne geschafft, Bea beim Töpfern, ich beim Zeichnen. Und ja, jetzt, wo wir pensioniert sind, haben wir einfach ein besseres Zeitbudget und haben angefangen, halt ein bisschen mehr Zeit für das zu geben. Das ist eigentlich der Grund. Und natürlich einfach die Freude, um es zu machen. Bea, ich habe ja gewusst, dass du dies zeichnet, aber dass du Töpfer bist, von dem habe ich keine Ahnung. Machst du das schon? Jawohl, das mache ich schon seit ich 25 bin. Hoi, hoi. Und seit wir am Grabserberg wohnen, habe ich dort oben im Schulhaus den Tonofen bekommen. Und seitdem bin ich immer dran gewesen. Gibt es Lieblingssüsse oder? Nein, vorher war es vor allem für die Schule und für die Kinder, dass sie es gut anleiten kann, dass wirklich etwas entsteht, wo sie Freude haben. Und jetzt mache ich vor allem für mich. Komm, stell mal schnell noch hier in Gang aus. Ich will so ein paar gut. Sachen von dir. He? Das sind so wunderschöne, filigrane Sachen. Das braucht unglaublich viel Geduld, oder nicht? Ja, und auch viel Zeit, wenn man es macht. Und eine grosse Erfahrung, wie trocken der Ton darf sein, wann kann man weiterbauen und so weiter, vor allem bei den grösseren Objekten. Das ist jetzt also das Neueste und ist für mich eine neue Herausforderung, so zu arbeiten. Unglaublich schön. Also, dann, wie kommst du auf diese Idee? Das sind eben Radiolarien, die kommen im Ozean vor, sind ganz minimunzige Tierchen, Strahlentierchen, sagt man dann auch. Die sieht man unter dem Mikroskop. Und wenn man die eben dann vergrößert, dann sieht man, dass da einfach unglaublich schöne Formen sind und eine riesige Vielfalt. Und da reizt eigentlich, um das probieren, ein bisschen nachzumachen. Ich sehe schon, du bist auch eine riesige Tüftlerin, gell? Ja, aber da habe ich auch ein bisschen gelernt am Kurs. Also ich würde jetzt sagen, ich musste lernen, viel Geduld haben. Weil das schafft man nicht einfach in einem Tag. Ist es auch getrocknet oder ist es auch brennt? Oder? Es ist brennt und mit Engoben überzogen, dass es einfach schön weiß ist. Aber das ist doch noch recht eine Kunst. Also das ist nicht so einfach, gell, so etwas einzukriegen. Also, weißt du, so die kleinen Säckchen und so weiter und dann beim Brennen und dann geht es nachher wieder ab und so. Passiert so Sachen nie? Mal, das ist eben der Nachteil bei der Keramik. Dass immer wieder gerne Zeug abbricht, weil man vielleicht zu wenig vorsichtig ist oder nebenan schiesst oder so. Das ist einfach Keramik. Machst du das jetzt alles für dich? Oder was? Könnte man dir jetzt auch mit dir reden, vielleicht einen Auftrag geben? Oder wie ist das? Ah ja, selbst schon, aber ich kann nie garantieren, wie es nachher rauskommt. Weil am Anfang, wenn man anfängt, ja, lässt man es auch ein bisschen wachsen und irgendwann sieht man ja so, weil ich es. Aber ich kann nicht sagen, ich will genau da. Aber wäre doch wahnsinnig schöner Schmuck, gell? Für also Wohnungen, also wäre wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Ja, das sehen wir jetzt, denn, wie es Interesse ist. Ist das das erste Mal, dass du ausstellst? Nein, ich habe schon mehr. Ja. Eben im Haus 7, aber das ist schon lange seither. Denn da habe ich auch schon die Möbiusbänder, die zu unterstunden sind. Und ja, in der Wiege habe ich auch mal noch etwas ausgestellt. Der Dies wartet da unten, gell? Ja. Du weißt, dass zwischen euch zwei schnarrt ihr immer ein bisschen rein oder hast du Ruhe? Nein, ich habe meinen Arbeitsplatz und er hat seinen. Nein, wir haben wirklich Ruhe dort. Ist ein bisschen ein unterschiedliches Handwerk, gell? Das, was du machst und das, was der Dies macht. Ja, aber das finde ich gerade auch sehr spannend. Wäre nicht gut, wenn wir beides gleich täten. Herr Gottis, in dem Rieseli, da rieselt es ein bisschen, gell? Vor Innovation. Irgendwie, ihr seid unglaublich kreativ unterwegs, nicht? Ja, also jetzt übertrieben muss schon nicht. Unglaublich. Du, eben wie gesagt, wir probieren gewisse Sachen aus. Ab und zu haben wir auch selber das Gefühl, mal, das ist jetzt gelungen. Und ab und zu, ja, muss man auch sagen, ja, das kann es jetzt nicht sein.
Ja, wir probieren beide Ötschis, oder? Und es ist vielleicht ein gewisses Handwerk, ja. Da kann man natürlich auch kaufen, die Zeichnungen, nehme ich an. Das ist das etwas, was ja, du einfach fast schützt? Nein, nein, das sind die horrende Preise, die wir da haben. Nein, es ist so, wir verkaufen es sehr, sehr gerne, weil, und das ist jetzt sicher auch eine Sache, die uns am Herzen liegt. Wenn wir ein Bild verkaufen, dann geht der Erlös an das Hilfswerk von unserer Tochter Bettina in Tansania. Also, dass wir eigentlich ein bisschen zwei Flüge auf einen Schlag treffen. Wir können da machen, was wir gerne tun. Und ja, vielleicht nützt es dann sogar noch etwas für die, ja, sagen wir, die Ärmsten, die auf dieser Welt sind. Wenn nicht wer sagt, es gefällt mir, ja, das wäre verrückt, wenn einem das nicht freuen. Also auf alle Fälle. Das ist ja eine Bestätigung, dass das, was man macht, irgendwo gleich ankommt. Also ein bisschen auf, ja, auf ein Kompliment ist man angewiesen, ist jetzt übertrieben, aber man hätte es gern. Das wäre ja verlogen, wenn es nicht so wäre. Herr Schwine? Da, da. Das ist doch ein Mann, oder? Aha, weil er so gewonnen hat. Ja. Ja, du kannst ihm selber den Namen geben. Wie er dann heisst. Oder der gefällt mir auch gut. Der Neunter, der mit den Blümchen. Würde ich wählen, gell? Ja. Ich tue jetzt in dem wirklich sehr schönen Raum da hier vom Tätschhaus, und da will ich einfach auch noch Danke sagen der Gemeinde Grabs, also dass man grundsätzlich so schöne Räume darf benutzen für eine Ausstellung, geht es uns ein bisschen darum, auch die Liebe zur Natur, die wir haben, ein bisschen darzustellen. Also Bea, wieder mit dieser faszinierenden Formen von diesen Radiolarien. Und bei mir jetzt natürlich, ja, halt Berg. Gell? Also du hast eine Serie aus den Dolomiten, es ist eine Serie aus den Grabserbergen. Dann, was jetzt ich auch wahnsinnig gerne habe, sind so verlorene Plätze. Also Stellen, wo Menschen mal gesehen sind, aber die Gebäude verlottern. Und da ist einfach so eine ganze Serie von so verlorenen Plätzen. Also zu den Radiolarien haben wir das Gefühl gehabt, wurden auch noch ein paar Bilder passen, wo ein Bach vorkommt. Und ich bin jetzt ein Haufen Jahre gerne über eine Canyoning-Tour machen. Und dort ist schon faszinierend, wie das Wasser eigentlich den Fels so abschafft, dass echte Kunstwerke entstehen. Grundsätzlich ist ja die Natur wirklich die Künstlerin schlechthin. Und darum hier noch so eine Serie mit Wasser und Fels. Und dann dort ist noch so, ja, Cartoon ist übertrieben, aber es geht ein bisschen um Zeichnungen, die einen gewissen Witz haben. Und der Ort ist immer in der Gemeinde Grabs. Ich bin ein bisschen eine retourgewandte Person und habe darum so eine Serie gezeichnet, Bilder aus Grabs. Wenn so ein mittelbegabter Wasserfärbler da gewesen wäre, wie hätte er vor 80 Jahren das Grabs gemalt? Also es sind so Bilder, die weit zurück sind, und darunter ist ein Foto, wie diese Stelle genau heute aussieht. Da geht es darum, das sind Bilder, wo ich gewusst habe, was ich zeichnen will. Also hat einen Titel, der Bergweg. Ich fange unten links an und zeichne und zeichne. Meistens nach 2-3 Stunden machen dann die Augen mit. Und nach einer Woche bin ich oben rechts dann fertig, und da, was der Titel ist, kommt noch ein bisschen Farbe über. Und es sind Zeichnungen mit einem ganz, ganz dünnen Filzstift. Finde ich einmal noch spannend. Ich weiß selber nicht, wie das Bild dann schlussendlich aussieht. Ich fange einfach mal an. Im Keller von dem Gebäude ist es uns auch ein bisschen darum gegangen, dass eine Art Schönheit von dem Keller nicht von uns überdeckt wird. Weil also der Raum, der ist dermaßen schön. Kompliment der Person, die den gestaltet hat. Hier haben wir von Charlie Chaplin eine Serie. Im 21. wäre der Kit von Chaplin 100 Jahre alt geworden. Und wir sind eigentlich beide ein bisschen Fan von diesen Filmen. Und Bea hat hier jetzt die Möbiusbänder ausgestellt. Und eben, wir haben ganz bewusst nur wenig eingetan, dass eigentlich der Raum selber, der schöne Raum, auch wirkt. Und dann wieder halt Naturformen, einmal mehr ihre Pilze, die in Natur vielleicht so vorkommen, ungefähr. Alles in allem natürlich ein riesiges Schaffen, gell? Also ihr macht Ferien eigentlich im Rieseli, nehme ich an. He? Ja, wir sind dort daheim, wo andere Leute Wurm Ferien machen, absolut. Und dann habt ihr auch Zeit für Tergs natürlich. Das haben wir jetzt.